Deutscher Sportjournalist und Fernsehmoderator Karl Senne ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Senne arbeitete ab 1962, also ein Jahr vor Sendestart, für das zweite deutsche Fernsehen. Er leitete dort ab 1973 die Redaktion des aktuellen Sportstudios und moderierte die Sendung zwischen 1981 und 1992 insgesamt 128 Mal. Zwischen 1989 und 1992 war Karl zudem Leiter der Sportredaktion des ZDF-Magazins. Deutscher Maler Karl Oppermann starb am 12. August 2022 im Alter von 91 Jahren. Seine Gemälde hängen in Berlin, Bonn, Dresden, Madrid. Sein Name ist Kunstliebhabern in Deutschland, Südeuropa und sogar in Südamerika bekannt. In seiner Kunst strebte er die Übermittlung einer humanen Mission an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf den Abonnieren-Button.